Hallo und guten Tag. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht um ein Thema aus der Offenbarung, was bald geschehen muss. Denn in der Offenbarung steht zweimal, dass das, was dort aufgeschrieben ist, schnell kommen wird. In Offenbarung 1, Vers 1 steht, dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in der Kürze geschehen soll. Und in Offenbarung 22, Vers 6 steht, und er sprach zu mir, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig, und der Herr, der Gott der Geister, der Propheten, hat seinen Engel gesandt, zu zeigen seinen Knechten, was bald geschehen muss. Da steht bald Tacho, ja, für Tachometer, schnell, geschwind, mit Geschwindigkeit. Tachometer, Geschwindigkeitsmesser, das, was schnell geschehen muss, was bald geschehen muss, was in der Kürze geschehen soll. Wie kann das sein, wenn Johannes die Offenbarung im Jahr 90 nach Christus empfangen hat, dass diese Dinge alle schnell kommen sollen, unmittelbar? Das sind jetzt immerhin fast 2000 Jahre her. Da kann wohl dann auch niemand mehr sagen, dass das schnell und in der Kürze geschehen soll. Und das ist Inhalt dieses Videos und ich wünsche viel Gewinn und Gottes Segen dabei. Wenn man jetzt diese beiden Verse, nämlich Offenbarung 1, Vers 1 und Offenbarung 22, Vers 6, aufmerksam liest, dann steht dort, dass das die Offenbarung Jesu Christi ist, die ihm Gott gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was in der Kürze geschehen soll. Und in Offenbarung 22, Vers 6 steht, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig, und der Herr, der Gott der Geister, der Propheten, hat seinen Engel gesandt, zu zeigen seinen Knechten, was bald geschehen muss. Diese Worte sind also für die Knechte Gottes oder für die Propheten Gottes. Die Frage ist jetzt nur, wer sind denn die Propheten exakt? Sind das Propheten aus dem Alten Testament? Kann nicht sein. Ja? Sind es Propheten aus dem Neuen Testament? Die findet man im Neuen Testament, so im paulinischen Evangelium, nicht unbedingt. Und die haben ja nun auch zu Lebzeiten von Paulus gelebt. Also kann das auch nicht für die gelten, denn da steht ja auch in Vers 7 von Kapitel 22, siehe, ich komme bald, ich komme schnell. Siehe, ich komme bald, steht auch in Vers 12, Offenbarung 22, Vers 12, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir. Und in Offenbarung 22, Vers 20 noch einmal, es spricht der solches bezeugt, ja, ich komme bald. Für welche Zeit und für wann gilt das? Wenn man in der Offenbarung mal nach dem Begriff Propheten sucht, dann findet man insgesamt 12-mal diesen Begriff Prophet oder Propheten oder Prophetin, ja. Und zwar dreimal in einem negativen Zusammenhang, nämlich einmal von dem Weib Isabel, die da spricht, sie sei eine Prophetin, in Offenbarung 2, Vers 20 und einmal in Offenbarung 16, Vers 13 und 19, Vers 20 jeweils von dem falschen Propheten, also Propheten im negativen Sinn. Aber neunmal wird auch von Propheten im positiven Sinn berichtet. Offenbarung 10, Vers 7, in den Tagen der Stimme des siebenten Engels, wenn er posaunen wird, soll vollendet werden das Geheimnis Gottes, wie er verkündigt hat seinen Knechten, den Propheten. Und in Offenbarung 11, Vers 10, und die auf Erden wohnen, werden sich freuen über sie und wohlleben und Geschenke untereinander senden, denn diese zwei Propheten quälten die auf Erden wohnen. Und in Offenbarung 11, Vers 18, und die Heiden sind zornig geworden und es ist gekommen dein Zorn und die Zeit der Toten, zu richten und zu geben den Lohn deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und Großen und zu verderben, die Erde verderbt haben. Und in Offenbarung 16, Vers 6, denn sie haben das Blut der Heiligen und Propheten vergossen und Blut hast du ihnen zu trinken gegeben, denn sie sind's wert. Offenbarung 18, Vers 20, freue dich über sie, Himmel und ihr Heiligen und Apostel und Propheten, denn Gott hat euer Urteil an ihr gerichtet. Oder Offenbarung 18, Vers 24, und das Blut der Propheten und der Heiligen ist in ihr gefunden worden und all derer, die auf Erden erwürgt sind. Und dann Offenbarung 20, Vers 10, steht nochmal vom falschen Propheten. Und dann, wie schon gesagt, Offenbarung 22, Vers 6, und er sprach zu mir, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig, und der Herr, der Gott, der Geister der Propheten, hat seinen Engel gesandt, zu zeigen seinen Knechten, was bald geschehen muss. Und Offenbarung 22, Vers 9 noch einmal, und er spricht zu mir, siehe, tu es nicht, denn ich bin dein Mitknecht und deiner Brüder, der Propheten und derer, die da halten, die Worte dieses Buchs, bete Gott an. Jetzt ist die Frage, ob man aus diesen ganzen Versen, die jetzt über Propheten handeln in der Offenbarung, herausfinden kann, welche Propheten da genau gemeint sind.
Und da ist dieser Vers 10 aus Offenbarung 11 wichtig, denn da steht: Und die auf Erden wohnen, werden sich freuen über sie und Wohlleben und Geschenke untereinander senden, denn diese zwei Propheten quälten die auf Erden wohnten. Diese zwei Propheten sind die beiden Zeugen aus Offenbarung 11. Die werden hier in Kapitel 11, Vers 10 auch als zwei Propheten beschrieben. Also zwei Zeugen ist gleich zwei Propheten. Das ist die einzige Stelle in der Offenbarung, aus der man etwas enger oder etwas genauer herauslesen kann, wer mit Propheten gemeint ist. Das würde aber bedeuten, dass diese beiden Propheten, diese beiden Zeugen ja das Haus David und die Bürger zu Jerusalem sind. Also der wiedergeborene Überrest in der Stadt Jerusalem. Wann wird denn dieser Überrest in Jerusalem wiedergeboren? Am Anfang der 70. Jahrwoche. Die werden dann natürlich für die Zeit, in der sie leben, Weisung aus Gottes Wort benötigen. Aber das sind zum allergrößten Teil Juden. Also ehemalige Juden, die aus dem jüdischen Denken, aus dem jüdischen Hintergrund zum Glauben an Jesus Christus kommen. Ja, die Stadt Jerusalem wird in der Endzeit belagert werden. Dann werden die, die dort in Jerusalem übrig geblieben sind, zu Gott schreien. Und Gott wird seinen Geist auf die ausgießen und die werden zum Glauben kommen an Jesus Christus. Im alttestamentlichen Bild gesprochen, die Tochter Zion kommt in Wehen, weil sie belagert wird. Und in dieser Belagerung kommen noch zwei Zeugen, nämlich das Haus David und die Bürger zu Jerusalem, zum Glauben an Jesus Christus, zur Wiedergeburt. Dann ist die Stadt Jerusalem wiedergeboren worden, beziehungsweise die Tochter Zion hat dann geboren, einen Überrest. Das ist Inhalt ganz vieler Videos, die ich hier gemacht habe. Diese beiden Propheten sind also hier gemeint. Und dann macht es auch Sinn, dass dort steht in der Bibel, dass das, was angekündigt ist in der Offenbarung, bald kommt, schnell kommt. Tachi, Tachos, ja, so wie dieses griechische Wort auch heißt, geschwind, in Kürze, in Bälde, auf sie zukommt. Warum? Weil das dann alles nur noch 7 Jahre dauert. Das ist dann ein Bald, was man nachvollziehen kann, und zwar ein Bald auch in biblischen Dimensionen. Ja, man hört ja immer wieder, die Entrückung kann jeden Tag sein, jederzeit. Das nennt man dann Naherwartung. Das ist auch ein ganz wichtiges Kennzeichen bei vielen für Christen, die richtig glauben. Ich habe auch eine Naherwartung, aber meine Naherwartung ist in biblischen Zeiträumen und nicht in Zeiträumen europäischer, moderner Christen, die nur wenig Geduld haben. Ja, die Beschreibung, die hier gemacht wird für ein Bald, bezieht sich ja auf die letzte 70. Jahrwoche, mithin also auf 7 Jahre. Das ist die Naherwartung, das ist das Bald, was die Bibel hier beschreibt. Und die Offenbarung Jesu Christi ist einer ganz bestimmten Volksgruppe gegeben worden, nämlich den Juden, die aus dem Volk Israel als Überrest zum Glauben an Jesus Christus kommen. Die werden auch die Offenbarung sehr viel besser verstehen als wir. Wir Christen aus den Heiden, aus den Nationen, wir sind von Paulus geprägt, ja, paulinisches Evangelium. Aber die werden geprägt sein aus dem Alten Testament. Und das würde auch erklären, warum die Offenbarung in so alttestamentlichen Bildern spricht, weil sie zu Alttestamentlern spricht, die gerade zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind und die mit der Sprachgattung, die Offenbarung uns hier zeigt, gar kein Problem haben. Die werden auch diese Bilder, die in der Offenbarung oftmals gezeigt werden, viel besser verstehen, ja? Weil die auch in den Bildern aus dem Alten Testament denken. Die werden auch mit der Erzählweise der Offenbarung besser zu Rande kommen, weil wir westeuropäisch geprägten Christen oder Christen aus den Nationenvölkern, wir denken linear, während die klassische Erzählform im Alten Testament konzentrisch ist, in konzentrischen Kreisen. Also erst gibt es einen großen Kreis, groben Kreis außenrum und dann wird weiter spezifiziert, dann geht der Zoom etwas näher, dann werden auch mehr Details eingeflochten und zum Schluss geht man an den Kern der Dinge. Aber durch diese konzentrische Erzählweise hat man zunächst mal im ersten Erzählkreis einen kompletten Überblick, der dann ein gewisses Gerüst bildet, und in dieses Gerüst werden dann immer mehr Details eingebaut. Ja, das sieht man beim Standbild in Daniel. Das Standbild ist ein grobes Gerüst, in das alle folgenden Prophetien aus dem Buch Daniel eingeordnet werden können und auch müssen. So hat man im Standbild einen groben Überblick der Weltreiche, und im Lauf vom Propheten Daniel wird das immer weiter ausformuliert und ausdifferenziert, bis man irgendwann bei Antiochos Epiphanes, bei einer ganz bestimmten Person anlangt. Ja.
In der Offenbarung haben wir eine ähnliche Erzählweise. Auch die Offenbarung ist nicht chronologisch, die Offenbarung ist auch konzentrisch. Könnt ihr auch sehen an den Gerichten, ja, ganz am Anfang kommen die Siegelgerichte. Die Siegelgerichte behandeln die ganze Weltgeschichte, die im Gericht liegt und die bis zum Tag des Zornes des Lammes reicht. Ja. Der Tag des Zornes des Lammes ist aber nach dem Antichristen. Aber diese Beschreibung von dem Tag des Zornes des Lammes ist schon recht früh in der Offenbarung, nämlich schon in den Siegelgerichten, ja? Während dann später in Kapitel 13 der Antichrist nochmal beschrieben wird. Also das kann nur konzentrisch sein, denn wenn es eine lineare Zählweise wäre, dann wäre nach Ablauf der Siegelgerichte die ganze Gottesgeschichte schon vorbei, denn dort ist schon die Rede vom Tag des Zornes des Lammes, dass das Lamm wiederkommt und sein Zorngericht über die Welt hält. Ja, also da sieht man auch dran, dass das konzentrische Kreise sind. Ja, die Siegelgerichte behandeln die komplette Weltgeschichte vom Anfang bis zum Ende. Dann kommen die Posaunengerichte, die behandeln nur die Israelsgeschichte. Und dann kommen die Schalengerichte, die behandeln nur das Ende der 70. Jahrwoche, praktisch den letzten Teil. Eine konzentrische Erzählweise. Weil die Offenbarung aber für diese Propheten, nämlich diese speziellen Propheten, die beiden Propheten geschrieben ist, die in Offenbarung 11 erwähnt werden, für den wiedergeborenen Überrest Israels, ist das für die nicht so schwer zu verstehen, weil die mit dieser Erzählweise auch vertraut sind. Und die werden die Offenbarung dann sehr viel besser verstehen und die werden auch verstehen, dass das ein Bald ist, denn das geht schnell. Das sind dann nur noch 7 Jahre, nur noch die letzte 70. Jahrwoche, die das dauern wird. Das führt, wenn wir das so sehen und einordnen, zu einer exakteren Deutung der Offenbarung. Und das deswegen, weil wir ein besseres Verständnis der Offenbarung haben, weil wir plötzlich sehen, die Offenbarung ist zwar auch an uns, ja, wenn Gott uns da Verständnis für gibt, gegeben, aber insbesondere für diese beiden Zeugen in der Endzeit, für diese beiden Propheten, die übrigens die Erde quälten, ja, diese zwei Propheten quälten, die auf Erden wohnten. Das heißt nicht, dass die schreckliche Dinge tun, sondern die tun etwas, was die Menschen auf der Erde dann ärgert, nämlich die verkündigen das Evangelium Jesu Christi. Die reden von der Wahrheit Jesu Christi. Und die predigen aus Jerusalem heraus einer untergehenden Welt, dass man sich zu Jesus Christus bekehren muss und allein in ihm heil ist. Und dass die, die sich nicht bekehren zu Jesus Christus, verloren gehen und verloren sind und verloren bleiben. Und das ist das, was die auf Erden wohnt, quält, weil die nämlich in der Sünde leben. Ja, das ist so, als ob man Alkohol auf eine Wunde träufelt. Das tut einem weh, die Wunde mag das nicht, das tut weh, und trotzdem ist das heilsam und gut, weil das desinfiziert. Ja. Und dieses Wort, was aus Jerusalem herauskommt, ist ein Wort der Wahrheit, ein Wort des Heils, und es desinfiziert und will desinfizieren, aber wenn das in diese verschmutzten Herzen der Weltmenschen kommt, dann ärgern die sich darüber und das quält die. Und deswegen sind die auch irgendwann froh, wenn dieser wiedergeborene Überrest in Jerusalem, wenn diese beiden Zeugen gestorben sind, dann werden sich die Könige der Erde Geschenke schicken, aus lauter Freude, dass sie sich das Evangelium nicht mehr anhören müssen. Ja? So eine finstere Zeit ist das. Aber diese Art und Weise, das einzuordnen, gibt uns sehr viel Verständnis für die Offenbarung und erklärt uns auch, warum hier bald steht, tachi, schnell, weil die Adressaten der Offenbarung eine ganz bestimmte Volksgruppe sind. Und das sind diese beiden Propheten. Jesus sagt etwas Ähnliches, der sagt nämlich auch in einer seiner Endzeitreden, Matthäus 24, an dem Feigenbaum lernt ein Gleichnis, wenn sein Zweig jetzt saftig wird und Blätter gewinnt, wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Also auch wenn ihr das alles seht, was er vorher in den Endzeitreden beschrieben hat, so wisset, dass es nahe vor der Tür ist. Dann konnte das aber jetzt die Zerstörung des Tempels im Jahr 70 nach Christus nicht sein. Ja, dann ist es auch 2000 Jahre her. Er sagt dann im folgenden Vers, Matthäus 24, Vers 34, wahrlich, ich sage euch, dies Geschlecht, das das alles sieht, was er dort beschrieben hat, wird nicht vergehen, bis das dies alles geschehe. Warum nicht? Weil Jesus davon spricht, dass der Feigenbaum Blätter gewinnt. Wann gewinnt der Feigenbaum Blätter? Wenn Leben in ihn kommt, ja? Wenn der Frühling kommt und die Säfte in ihm hochsteigen und wenn das Leben kommt und der Knospen trägt, knospt, Blätter trägt, ja? Dann kommt Frucht in ihn. Und so ist das auch, wenn Jerusalem zum Glauben an Jesus Christus kommt, wenn der Geist Gottes in sie kommt, wenn sie zum Leben, zum ewigen Leben erweckt und erwacht sind und wiedergeboren werden, dann trägt der Feigenbaum Blätter. Und die das sehen, dass Jerusalem zum Glauben an Jesus Christus kommt, nämlich dass der Feigenbaum Blätter trägt,
dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Warum? Weil das dann nur noch 7 Jahre dauert, bis dann alles geschehen ist, wovon die Prophetie spricht. Ja. So macht das Sinn und ich glaube, so passt das auch zusammen. Und man braucht diese Eckpunkte, diese Axiome, diese Grundaxiome der Auslegung, um die Offenbarung auszulegen, um die Bibel zu verstehen, um solche Formulierungen wie was bald geschehen muss zu verstehen. Da geht es nicht darum, dass morgen oder übermorgen schon die Entrückung sein könnte. Warum nicht? Weil die Adressaten andere sind, nämlich ganz spezielle, nämlich ein wiedergeborener Überrest in Jerusalem. Und bevor das nicht der Fall ist, dass Jerusalem wiedergeboren ist, wird dieses bald auch noch nicht beginnen zu laufen. Ja? Und deswegen ist es unklug, ja, davon auszugehen, dass morgen oder übermorgen schon die Entrückung sein könnte. Warum? Weil an der Gemeinde Jesu noch etwas fehlt, bevor sie entrückt werden kann. An der Gemeinde Jesu fehlt noch etwas, bevor die Entrückung kommen kann. Und das, was noch fehlt, das ist der wiedergeborene Überrest aus Jerusalem, die beiden Zeugen, die beiden Propheten. Wenn Jerusalem wiedergeboren ist, dann ist die Gemeinde Jesu komplett, weil die Gemeinde Jesu dann dort aufhört, an dem Punkt, in der Stadt, wo die Gemeinde Jesu zu Pfingsten vor 2000 Jahren auch angefangen hat. Ja. Das wollte ich euch kurz zeigen. Ich glaube, dass das wichtig ist, um die Offenbarung zu verstehen. Das ist auch wichtig, um einordnen zu können, warum der Johannes hier schreibt, dass diese Dinge schnell geschehen. Tachos, Tachi, ja, in Kürze, in Bälde, weil diese Offenbarung zwei ganz spezielle Adressaten hat, nämlich diese beiden Propheten in Jerusalem, wenn die Stadt Jerusalem wiedergeboren wird. Dass wir das sehen dürfen und dass wir verstehen dürfen, wer diese zwei Zeugen sind, das ist etwas Großes und etwas sehr, sehr Ungewöhnliches. Das ist für mich ein Endzeitzeichen. Denn wir schauen hier in etwas hinein, was uns im engeren Sinn als Christen aus den Nationen nicht gedacht ist. Für uns gilt dieses paulinische Evangelium, das, was der Paulus uns geschrieben hat und auch die Apostel, ja, aber insbesondere Paulus, dass wir hier in der Offenbarung in etwas hineingucken dürfen und verstehen dürfen, was eigentlich erst für die allerletzte Zeit auch verständlich wird und aufgedeckt wird, weil Daniel ja auch versiegelt ist. Ja, die Offenbarung ist nicht versiegelt, aber Daniel ist versiegelt und man braucht Daniel, um die Offenbarung zu verstehen. Dass wir das so sehen können und einordnen können und dass das an so vielen Stellen zusammenpasst und schlüssig ist, das ist etwas Großes. Das ist für mich ein Endzeitzeichen. Ja? Nicht die ganzen anderen Phänomene, die wir gerade haben, die sicher auch, aber die nur beiläufig. Der harte Kern für mich, dass ich, wie soll ich sagen, in einer positiven Sicht unruhig bin und wartend bin, insofern auch eine Naherwartung habe, ist, dass wir das hier verstehen können, dass wir da hineinschauen dürfen. Ja? Weil wenn wir das sehen können und merken, dass der Feigenbaum noch Blätter tragen wird, dass Jerusalem noch wiedergeboren wird, dann ist es nicht mehr weit, bis das geschieht, ja? Bis Israel auseinanderbricht und bis antike biblische Strukturen vor unseren Augen auftauchen und wir uns die Augen reiben werden und sagen werden, wie kann das denn sein? Da taucht ja etwas auf, was zur Zeit Jesajas aktuell gewesen ist. Ja, da sind ja antike Strukturen, die plötzlich im Nahen Osten auftauchen. Das ist was Besonderes. Ja? Und deswegen bin ich da guten Mutes, denn Jesus sagt, wenn ihr das alles seht, erhebt eure Häupter. Auch das, was wir hier gerade erleben, ist ein absoluter Irrsinn. Und trotzdem ist das etwas, wo wir sagen dürfen, das Böse reift aus, das Böse wird auch noch weiter ausreifen, wir werden es vielleicht auch auf anderes einstellen müssen. Was für uns wichtig ist, ist, dass wir uns an Gott halten und an Jesus Christus halten, denn der ist der einzige Weg und das einzige, der einzige, der uns Hoffnung gibt, die bleibt, eine bleibende und begründete Hoffnung, kein schwacher Trost, den man so mitnimmt als Trostpflästerlein, sondern ein Wort, das seit 2000 Jahren die ganze Welt verändert hat. Ja, zu dem Wort kehren wir zurück. Und da wollen wir heimisch werden drin, weil uns das Licht gibt für unseren Weg, für unseren Tag, für unsere Situation, für unsere Seele, für unser Heil, auf das wir warten, wenn Jesus Christus kommt. Ja. Soweit mal meine Gedanken. Ich danke fürs Zuhören, wünsche euch alles Gute, Gottes Segen und bis bald.